zu einem wundervollen neuen Video. Wir sind zurück in der Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Eine Randomizer Nuzlocke Challenge in Pokémon Platin als Randomizer Nuzlocke Challenge in Pokémon Platin und zwar als Randomizer Nuzlocke Challenge. Beim letzten Mal haben wir Lamina besiegt, die Arenaleiterin von Herzrufen. Dann gab es eine sehr lange Pause. Und wenn ihr jetzt gerade in die obere rechte Ecke des Bildschirms guckt, seht ihr ein Bild und kein Video von mir, beziehungsweise keine Facecam. Das liegt ganz einfach daran, dass ich die Weisheitsszene rausgezogen bekommen habe. Deswegen das dezente Lispeln von meiner Seite. Und ich sehe aus wie ein Hamster. Ja. Unser Team besteht aus Bullshit, Danger Zone, Dwayne, Tux, Türmchen und Clamscram. Und wir werden jetzt gleich gegen unseren Rivalen kämpfen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal ganz entspannt an mit, Tux, würde ich sagen. Ja. Hey! Was geht ab, Scouty? Dieser Scouty und der fängt mit Angela an. Wir vergiften ihn erstmal. Ja, der Fang wird nichts tun. Und jetzt setzen wir Schnabel ein. Ja, okay, das war ein Crit. Tangela setzt sich auf, geht auf ein Wachstum. Ja, der Rankenhieb ist wieder komplett irrelevant. Und das war's mit Tangela. Senko kommt als nächstes rein. Aber der könnte eine Kreuzschere haben, deswegen gehen wir mal lieber raus. Er geht auf einen Schwerttanz. Ach du Scheiße. Funkensprung. Oh fuck, er geht auf plus 4. Jetzt haben wir ein Problem. Und der ist schneller als wir. Oh Gott, das macht nichts. Donnerwelle. Schlitzer, wie viel macht ein Schlitzer auf plus 4? Okay, also geht's sogar. Ultraschall, gucken wir mal, wie viel das macht. Boah, das macht so verdammt viel Schaden. Ich hoffe, dass es jetzt reicht. Es reicht nicht. Oh mein Gott, okay. Aber wir sind schneller und der Funkensprung reicht. Puh, das war close. Das wäre es fast mit Magnezone gewesen. Golking kommt rein. Ja, wir gehen raus. Türmchen! Aquarelle kommt, wie viel macht die? Ja. Akzeptablen Schaden nenne ich das. Wir werden verwirrt. Aber der Donnerschlag kommt durch, sehr schön. Ja, macht absolut soliden Schaden. Und wir kriegen die Para. Sehr nice. Thank you.
Okay, Dodo kommt rein, auch absolut gern gesehener Gegner. Ist zwar Level 27, aber sollte uns nicht allzu viel machen können. Wow, one hit. Okay, ehrenvoll nach Trostu. Wir gehen uns einmal ganz kurz heilen und danach folgen wir ihm. Wir kämpfen gegen Schoolgirl Noelle. Mit Riolu. Zauberblatt. Ja. Oh, Gegenschlag. Oh nein. Ach, gut. Nice, Level 24 für Dux. Oh nein. Aber wir haben Schnabel. Und wir hätten auch Toxic gehabt, also alles gut. Oh, One Hit, sehr stark. Skorgler kriegt einen Blubber. Da kannst du Herden einsetzen, so viel du willst. Der Blubber wird dich treffen. Der Ruckzuckhieb, okay, der wird auch nichts tun. Und Karma obkommt. Dann gehen wir raus. In Dwayne, glaube ich. Oh. Oh nein. Töte mich nicht. Okay, das ist ein Crit. Das ist ein Crit. Aber wir haben nichts. Ja. Ich hab vergessen, wie scheiße Dwayne ist. Das ist nicht gut. Hornattacke? Wow, okay, ist ein Crit. Ich tu mal Clamscram an die erste Stelle, oder? Hat er Attacken? Eisspeer. Ich tu Clamscram mal nicht an die erste Stelle. Stattdessen nehmen wir Türmchen. Oh, eine Profi-Angel, danke. Wir werden auch direkt etwas angeln, denn auf dieser Route haben wir einen Encounter offen. Oh. Ja. Profi-Angel!
Unser Encounter wird sein. Voltilon haben wir schon, also die Endentwicklung am Voraus. Es gilt die Species Clause. Schon wieder Voltilam. Okay. Ich melde mich, wenn ich was außer Voltilam finde. Oh shit, es ist ein Riolu. Das nehme ich gerne. Donnerwelle. Habe ich irgend... Ich kann... Ja, Clamscram vielleicht. Was hast du nochmal für Attacken? Nee. Ich werfen, weil nachher töte ich den sonst. Nice, sehr schön. Riolu kommt sofort in unser Team. Wellenspiel. Aurelius, weil es Auren sehen kann oder so ähnlich. So. Wo machst du hier oben abieren? Wow, ein Feuerbrief. Wir starten mit Aurelius, damit er ein paar EP bekommt. Und mit Tux. Nehmt Bullshit. Tux und Aurelius und Bullshit. Gebt mir den Doppelkampf! Sterndu und Raichu. Gut, Kraftwelle auf... Nee. Kraftwelle auf Raichu. Und Hornattacke auf Raichu. Nice, wir kriegen instant die Statik. Oh, Donnerblitz. Der ist eine sehr starke Attacke. Okay, es macht nicht so viel. Okay, Sternu wird Typ Boden. Nice. Ja, und dann Ruckzuckhieb. Aber Sterno ist nur Wasser, ne? Dann können wir Kraftwelle auch nehmen. Und dann versuchen wir Sterno wegzumachen. Gut, er geht auf den Turbodreher, das ist sehr. Sehr schön.
Tränke. Oh, wir haben fast gar nichts, ne? Und hier unten ist ein Cosplayer. Oder ein Furry, je nachdem. Ghostwriter. Kapilz ist schon nicht schlecht. Wir gehen mal auf. Tux. Ich dachte, Spur hat Wirkung auf Pflanzen-Pokémon. Wir gehen auf Schnabel. Ja, doch Schnabel. Die Kopfnuss kommt und das macht ordentlich Schaden. Und nicht richtig Vollpara, das ist nicht so gut. Wir toxiken ihn jetzt. Und der Megasaure wird nichts tun. Weil Kapels Spezialangriff absolut fürchterlich ist. Wir treffen die Toxic, das ist schon mal gut. Und Schnabel. Ja, das ist ein vielfach effektiver Schnabel, wenn ich einen sehe. Wir gehen mal auf Türmchen rüber. Der Megasauger wird wahrscheinlich wieder nichts tun. Und der Deckel sollte. Boah. Da hätte ich jetzt auch keine Lust drauf gehabt. Umso besser. Kapilz wurde besiegt. 25 für Dux, sehr schön. Und das war's mit Furry Bia. Hier hinten sehe ich noch ein Item. Beweisorb. Ist das nicht das Ding für Palkia? Ja. Und wir haben sogar ein Palkia, wow. Da kommt auch noch ein Trainer auf uns zu. Rosarin kommt rein. Los, Aurelius! Oh, Aurelius, hallo. Wir gehen mal auf eine Kraftwelle. Der Schaden ist absolut solide. Wir kriegen die Para, sehr schön. Und die Finte wird nichts tun. Kein Stat, nicht sehr effektiv. Macht schon eine Menge Schaden, aber wir sind schneller und wir töten ihn jetzt. Nice. Und noch der Crit. Mit 22 für Aurelius. Wir bleiben drin. Ja, der Biss macht nicht viel. Oh! Plus 1 Init, sehr schön. Ich habe gedacht, er hat vielleicht Defiant, aber nein. Oh, aber dafür wanted Mr. Winnicott. Cool. Waldorfisch kommt rein, hat glaube ich Bedroher, ne? Nee, das war nicht. Oder zumindest noch nicht. Wir gehen in den Dungeon Raum. Gehen auf den Funksprung.
nice. 25 auch für Danger Zone. Ein Pokémon. Flunkiefer. Flunkiefer war aber nur gut wegen seiner Mega. Das vergesse ich gerne mal. Wir gehen ja auf den Ultraschall. Das ist erstmal eine Donnerwelle. Der ist hier ja nur Stahl. Hat nur noch 10 Typen. Ich denke, das soll es aber sein für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr habt gesagt, ich bin froh, dass das Format zurück ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht dann sogar wieder mit Facecam. Bis dahin, haut rein und ciao.